Daraus lernen wir, einmal nicht hingehen kann dazu führen, dass der andere dann von selber herkommt. Ja, es ist aber besser. Aber und es ist ja so, wenn Sie, die sind ja ganz einfache Leute und die sind ja so gut, dass sie sich leisten können, normal zu sein. Und da juckt es natürlich jeden, dass er sagt, hey Steve, guten Morgen. Das ist natürlich, das ist aber dann nicht. Das ist nicht gut. Ja. Es muss trotzdem dieser Respekt bleiben. Und wie gehen Sie jetzt damit um? Wenn man, Sie sind ja auch, Sie wohnen ja in Oberbayern im Land. Ja, das ist schwer, weil ich bin ja so normal. Ich war neulich in Heisenberg und da habe ich auf meinen Sohn gewartet. Und da kommt eine Frau zu mir und sagt, also Sie schauen einem Schauspieler ähnlich, das ist ja... Und dann? Also, das habe ich ja noch nie erlebt. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Also dem schauen Sie ähnlich. Und dann habe ich gesagt, ist das ein guter Schauspieler? Ja, das ist ein guter Schauspieler. Habe ich schon mehr gewusst. Ist er ein netter Schauspieler? Ja, ganz ein netter. Und dann habe ich gesagt, meinen Sie einen Siegfried auch? Ja, den meine ich. Mit dem schauen Sie ähnlich. Ja, das glauben Sie nicht. Und dann hat die gesagt, ja, Mann, dem schauen Sie ähnlich. Habe ich gesagt, ja, freilich, das haben Sie schon viel. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Siegfried auch. Und dann hat sie mir angeschaut und gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, sonst ist nicht klar. Dann habe ich gesagt, wieso nein? Ja, Sie sind ja ganz normal. Sag ich, warum soll ich unnormal sein? Und das stimmt schon. Diese Leute da, der Steve und einer der fantastischsten war der Robert Duvall. Der ist ja ganz normal. Aber der, ich kenne ihn nicht. Der kennst du nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Der spielt da hinter der Kinnlade oder da so toll. Das war mein Tennislehrer. Bitte? Das war mein Tennislehrer. Der spielt mit dem habe ich über Tennis gespielt. Ja, ich auch. Ja? Hey, da haben wir was gemeinsam. Ja, Gott. Dann kennen wir uns doch. Ich habe